Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man eine Strichliste erstellt. Außerdem solltest du die Definition der absoluten Häufigkeit kennen. Dein Ziel für dieses Video ist nämlich die Bestimmung der absoluten Häufigkeit. Das heißt, dass du danach weißt, wie man die Werte der absoluten Häufigkeit ermittelt und auch, wie man eine Probe durchführen kann, um zu überprüfen, ob man sorgfältig gezählt hat. Dazu schauen wir uns dieses Beispiel an. Die Frage ist, wie oft kommen verschiedene Augenfarben in einer Schulklasse mit 30 Jugendlichen vor? Wir machen das Ganze mit Hilfe einer Strichliste. Dabei gehen wir davon aus, dass es vier Augenfarben gibt, und zwar blau, braun, grau und grün. Angenommen, für jede Person in der Klasse wird überprüft, welche Augenfarbe sie hat. Dann könnte das Ergebnis dieser Zählung dann im Endeffekt zum Beispiel so ausschauen. In jeder Spalte der jeweiligen Augenfarbe sind so viele Striche eingetragen, wie Leute gezählt wurden. Jetzt kurz zur Erinnerung, die absolute Häufigkeit H von I gibt an, wie oft der Wert XI in der Liste vorkommt. Das heißt, wir müssen nur zählen, wie oft ein Wert in der Liste steht. In diesem Fall sind die Werte in der Liste durch die Striche in der Strichliste repräsentiert. Das heißt, wir müssen für jede Augenfarbe einfach nur zählen, wie viele Striche vorhanden sind. Pausiere jetzt kurz das Video und bestimme selbstständig die absoluten Häufigkeiten der vier Augenfarben. Die Auflösung dazu gibt es gleich. Ich hoffe, du hast dir deine Lösungen notiert. Wir fangen jetzt an mit der Augenfarbe Blau. Dazu schauen wir in die Spalte für Blau und wir zählen 9 Striche. Das heißt, die absolute Häufigkeit von Blau ist 9. H von Blau ist gleich 9. Dasselbe machen wir für Braun. In der Spalte für Braun zählen wir 15 Striche. Also ist H von Braun gleich 15. In der Spalte für Grau sehen wir 2 Striche. Also ist H von Grau gleich 2. Und in der Spalte von Grün stehen 4 Striche. Also ist H von Grün gleich 4. Um jetzt noch zu überprüfen, ob wir auch wirklich alle Werte richtig gezählt haben, überlegen wir uns zuerst, wie viele Werte insgesamt in der Liste vorhanden sind. Also was ist unser N? N ist in diesem Fall gleich 30, weil wir in der Angabe 30 Jugendliche haben. Also die Klasse ist insgesamt aus 30 Jugendlichen zusammengesetzt. Deswegen ist 30 die Anzahl aller Werte. Und wir sehen jetzt auch, wenn wir das überprüfen, 9 plus 15 ergibt 24, plus 2 ergibt 26, plus 4 ergibt 30. Alle absoluten Häufigkeiten zusammengezählt ergeben in Summe wieder 30. Das ist die Anzahl aller Werte in der Liste. Und da das passt, haben wir alles richtig gezählt und wir sind fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.